zu beurteilen. Er ist ja bei jeder Wahl, wenn Fußballer des Jahres, er hat ja schon ein paar Mal gewonnen. Zweiter ist er. Weil die spanischen Ärzte den Messi in Argentinien hingekriegt haben. Messi hat ja nur dreimal gewonnen, aber er ist immer kurz davor, dann auf den Thron zu kommen. Mario Gomez ist ein anderer Spieler, er ist ein zentraler Spieler, er ist ein absoluter Torjäger, ein Strafraumspieler, der halt dann die